Auf geht's in die erste Liga, Schalke. Hallo Schalker, pünktlich zum Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig melden wir uns wieder, Abi, vom Kia Auto Fußballtalk im schönen blauen Kia. Ja. Ja, gegen Eintracht Braunschweig, Abi. Die letzten 4 Spiele hat Braunschweig gewonnen. Ja, die haben alle gewonnen, Peter. Scheinbar haben die sich gefangen. Im Gegensatz zu unserer Truppe, 2 Spiele hintereinander verloren. Haben wir nicht gerechnet. Wird sicherlich ein geiles Spiel werden. Muss. Wir brauchen Punkte. Und wir haben letztes Mal schon mal gesagt, da Punkte. Aber leider ist es so, dass der ein oder andere nicht versteht wahrscheinlich. Und ja, wir müssen also zusehen, dass wir so schnell wie möglich da unten rauskommen, Peter. Das ist jetzt eine ganz brenzliche Situation da unten. Und wenn man nicht aufpasst. Jetzt haben wir noch einen Neuzugang. Brandon Soppi von Atalanta Bergamo. Der war, glaube ich, bei Turin. Ist von Turin ist ausgeliehen. Ja, ja. Verletzt auch gewesen. Ja. Schauen wir mal, wie der sich jetzt auch präsentiert und wie fit der sein wird. Was meinst du? Ja, also das Problem, ich habe es mal gelesen, der hat, glaube ich, von 19 Spielen 5 gemacht und, glaube ich, nur 1:70 oder so im ganzen 5 Spielen gespielt. Also das ist dann doch verhältnismäßig wenig. Aber ich habe mal so ein Video gesehen von ihm, also das sah gar nicht so schlecht aus. Weil was der 21 Jahre, U21 Nationalspieler. Er weiß natürlich, ne? In der Offensive soll er sehr gut sein, in der Defensive soll er sehr schwach sein. Da muss man mal sehen, also das weiß ich nicht, keine Ahnung. Das werden wir dann beim Spiel sehen, wie er sich verkauft. Aber wichtig und ist, wie fit er ist, wie fit er ist, das ist natürlich das Entscheidende. Ne? Ja. Man kann der 90 Minuten durchhalten. Genau so ist das. Bringt das, wenn er jetzt morgen mal von Anfang an spielen sollte, was ich mir persönlich nicht vorstellen kann. Ja, ich glaube schon, doch, dass er morgen spielt. Ja, ja, also ich kann mir das schon vorstellen. Ja. Weil Braunschweig, die haben auch eine gute Mannschaft, die spielen jetzt, wie du schon mal sagtest, 4 Spiele hintereinander gewonnen, spielen auch mit einer Dreierkette. Ich glaube, Gerrits will morgen auch mit einer Dreierkette. Ja, habe ich auch gelesen, ja. Und ja, dann werden wir mal sehen. Braunschweig hat so mit Ritter Müller und Kruse, wie er heißt, und Kaufmann. Ja, ja, das sind doch ein paar ganz gute Jungs dabei. Ja, Gomez ja. Vorne noch. Vor allen Dingen schnelle Jungs. Ja, und da muss man aufpassen, dass die uns nicht, wenn wir zu offensiv sind, dass wir da irgendwie in Konter reinlaufen. Das sind alle schnelle Leute. Ja, die werden mit Sicherheit, wir haben das, glaube ich, das Hinspiel haben wir auch verloren in Braunschweig. Wir verloren. Ja. Und die Gegner kommen natürlich mit breiter Brust. Wir müssen damit umgehen, mit dem Druck. Und ich hoffe, dass die Jungs alle wissen, worum es morgen geht. Aber ja, wenn da reden wir eigentlich schon die ganze Zeit drüber. Wenn morgen nicht alle wissen, was es geht, ja, dann weiß ich auch nicht mehr. Also dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Also dann, also wirklich. Aber wie gesagt, wir werden morgen sehen. Ich kann mir gut vorstellen, Gerrits hat ja mit einigen Leuten hier gesprochen, auch viele Einzelgespräche geführt. Ja. Aber ob das in den Köpfen reingegangen ist, ist immer erst die Frage beim Spieltag. Und das ist ja heute, wollen wir ja dann sehen, ob es so passiert oder nicht. Wie sagt man so schön, auf dem Platz werden die Punkte verteilen, ne? Auf dem Platz kommt die Wahrheit. Das ist klar. Also ich hoffe, dass wir morgen das Spiel sehen, was sich alle Schalker wünschen. Ich hoffe, dass wir endlich mal 3 Punkte machen. Aber ist ja auch egal, Peter. Braunschweig hat letzte Woche auch nur 1-0 gewonnen. Dreckiger Sieg. Und wenn wir 1-0 gewinnen, ist mir auch scheißegal. Ja. Wir holen unsere 3 Punkte. Ja. Und wir haben danach sowieso wieder noch ein schwieriges Programm. Und, Kiel. Ja, da spielt es in Kiel. Also, lass uns jetzt mal gar nicht sagen. Lass wir wollen morgen jetzt unsere 60.000 bauen und zufrieden sind. Zufrieden nach Hause gehen mit dem Sieg, das wäre natürlich Weltklasse. Ich habe schon gehört, dass alle Gaststätten noch mehr Fässer bestellt haben nach dem Sieg. Dann die Schalker feiern werden, könnte ich mir vorstellen. Wir werden sehen. Wunderbar. Also, wir sagen toi 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 wie immer. Liebe Schalker, und auf 3 Punkte. Glück auf. Jawohl, Glück auf. Ciao.